Herzlich willkommen zur letzten Folge unserer Anhänger-Reparaturserie. Wir haben unseren zerbrochenen Miststreuer wunderschön repariert. In dieser Folge machen wir noch die letzten Kleinigkeiten dran. Die Planken werden nochmal gerichtet, angebaut, das Streuwerk kommt dran und dann wird das Ding vollgeladen bis zur Halskrause und ausprobiert. Wer die Serie noch nicht kennt, hier oben verlinke ich euch den Link zur Playlist. Und allen anderen wünschen wir auf jeden Fall viel Spaß beim Video. In der letzten Folge habt ihr ja die Montage aller Anbauteile gesehen, genauso wie die Farbgebung unseres wunderschönen Anhängers. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Zapfwelle und die Planken und zuerst kümmern wir uns natürlich um die Zapfwelle. Für den Miststreuer haben wir eine 1,70 Meter lange Zapfwelle bestellt, die wir jetzt noch einkürzen müssen auf 1,35 Meter. Dabei ist es immer sehr wichtig, dass man von beiden Zapfwellenhälften immer denselben Betrag abschneidet, sowohl von der Kunststoffverkleidung als auch von dem Rohr, was das Drehmoment überträgt. Ansonsten hat man da Ungleichheiten drin und das wäre alles sehr unpraktisch. Geschmiert wird das Ganze bei uns mit einem industriellen Langzeitfett. Das hat den Vorteil, es bleibt länger kleben, es verharzt nicht und ist generell wohl besser geeignet zum Schmieren für solche Maschinen. Da haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Das schmieren wir jetzt schnell noch dran und dann kommt die Zapfwelle gleich auch rein. Bei dem Kauf von Zapfwellen haben wir uns in den letzten Jahren angewöhnt, immer die billigsten bei eBay zu nehmen, denn die funktionieren genauso gut wie die teuren Zapfwellen. Bisher haben wir aber auch nur relativ leichte Ausführungen benötigt für Heuwender und Schwader. Die brauchen nicht so einen hohen Drehmoment zu übertragen. Jetzt beim Mistanhänger gucken wir mal, da ist es ja schon ein bisschen mehr Leistung, was da drüber geht, wie das läuft. Aber ich denke mal, das wird schon funktionieren. Leider hat der Wellenstumpf der Durchtriebswelle durch den Unfall etwas gelitten. Fachlich ausgedrückt ist er jetzt verhanepubelt. Aber anstatt die komplette 3,50 Meter lange Welle zu tauschen, kloppt man da jetzt einfach die Zapfwelle drauf. Die wird er sowieso den Rest ihres Lebens drauf verbringen. Das muss jetzt einfach mal funktionieren und ja, die baut ja auch keiner wieder ab. Durch den Unfall hat die vordere Planke das meiste abbekommen. Die wurde quasi so zusammengefaltet wie der vordere Querträger. Das werden wir jetzt nochmal schnell mit unserem selbstgebauten Büchsenöffner richten. Überraschenderweise waren die Verformungen an der vorderen Planke dann doch geringer als gedacht. Leider konnten wir nicht alles mit unserem schönen Richtwerkzeug wieder hinbiegen, sodass wir auf konventionelle Gerätschaften zurückgreifen mussten. Das Abdeckbrett des vorderen Querträgers hat auch einiges abbekommen. Deshalb müssen wir jetzt hier noch schnell die Winkel richten. Wer sich jetzt fragt, was das für ein dusseliges Brett ist, das ist ein Originalteil vom Hersteller. Und zwar dient das dazu, um den Spalt zwischen dem vorderen Querträger und der Umlenkrolle des Kratzbodens abzudecken. Der ist konstruktiv halt da, den kriegt man nicht weg. Und damit der Mist nicht dort permanent durchfällt, wurde da dieses kleine Brettchen drüber gebastelt. Das schrauben wir jetzt noch an. Jetzt müssen noch die seitlichen Planken angebracht werden. Diese wurden durch den Unfall nicht verbogen, sind aber von Haus aus schon ziemlich krumm. Das führt natürlich zu einigen Komplikationen. Nämlich sind die vier Scharniere, die am Hänger befestigt sind, nicht mehr so ganz in einer Richtung. Das heißt, man muss jedes einzelne einhängen. Und dann bräuchte man eigentlich einen Hammer, um das alles ein bisschen vernünftig zusammenzufügen. Aber man muss ja aufpassen, es sind frisch lackierte Flächen. Da kann man natürlich nur mit geeignetem Werkzeug ran. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir hier was finden.
zu zweit macht sich das Ganze natürlich viel besser. Da kann einer die Planke halten und der andere mit dem Schonhammer schön vorsichtig gegen die Planke klopfen. Wenn wir den Anhänger jetzt schon einmal so schön gestrichen haben, darf auch nicht die Rückplanke fehlen. Die haben wir selber gebaut, da wir den Miststreuer ja auch als normalen Anhänger benutzen wollen. Wir hatten da keine originale Planke dazu, also nur das Streuwerk. Deshalb haben wir uns irgendwann mal diese Eckplanke dahin gebastelt. Die bekommt jetzt noch denselben Anstrich wie der Anhänger, damit das alles wie hübsch aussieht. Wir haben uns erlaubt, als Grundierung für die MDF-Platte, die wir da verbaut haben, auch die Rostschutzfarbe zu benutzen. Erstmal, weil sie gut gehalten hat und zweitens mal, weil wir keine zweite Büchse aufmachen wollten. Mal schauen, ob die Farbe auf dem Holz hält. So, es ist vollbracht. Der Hänger ist endlich repariert. Wir haben alles ganz gemacht, was kaputt gegangen war. Haben ihn jetzt fertiggestellt, haben ihn zu unserem Pferdehöfchen gefahren und jetzt würden wir uns den ganzen nochmal angucken, bevor wir den dann mit dem Streuwerk bestücken und dann voll mit Mist stapeln. Also gehen wir nochmal eine Runde rundherum. So, der Misthänger sah jetzt lange genug hübsch und glänzig aus. Jetzt wird es Zeit, das Streuwerk dran zu bauen. Glücklicherweise haben wir das Streuwerk für den Miststreuer die letzten 2 Jahre in unserem Weidezelt gelagert. Dort hat es zwar viel Platz weggenommen, aber ist immerhin nicht weiter vergammelt, sodass ich jetzt guter Dinge bin, dass wir es einfach dran bauen können und dann kann es losgehen. Das Anbauen des Miststreuers ist eigentlich eine relativ einfache Sache, wenn man zu zweit ist. Wenn man alleine ist, hilft da ein Frontlader ungemein. Der Hänger ist eigentlich für eine Streuwerkmontage vom Boden aus konzipiert, aber mit dem Traktor geht es dann doch wesentlich besser, vor allem wenn man das alleine macht. Da kann man das Streuwerk immer noch mit 2 Schlupfen gegen den Absturz sichern, denn wenn man das Ding auf den Ranzen kriegt, das ist eine sehr unangenehme Angelegenheit. Und schon hat sich der Traktor als Sicherungsgerät bewährt und hat einen Arbeitsunfall verhindert.
Jetzt müssen wir nur noch die leicht verrostete Strollwerkskette montieren, das ganze Ding abschmieren und hoffen, dass nicht allzu viel wegzieht beim Einschalten. Fettpressen sind immer leer. Ich hasse Festpressen. Also der Mensch, der Fettpressen erfunden hat, das war ein Sadist. Die Dinger sind entweder voll Luft oder voll verharztem Fett oder in 98% der Fälle alle leer. Da muss echt mal jemand was Besseres erfinden. Hier, leer, immer leer, du Scheißdinger. Das Streuwerk ist dran, die Kette ist montiert, alles ist abgeschmiert. Wir können das Gerät jetzt endlich mal einschalten zum ersten Mal und mal schauen, was so alles wegfliegt. Ich bin auf jeden Fall super erleichtert. Die Walzen des Todes drehen sich rundherum geräuschlos. Der Kratzboden kratzt und auch ansonsten gibt es keinerlei befremdliche Geräusche, die zu einer weiteren Reparatur zwingen würden. Also kann es dann jetzt mal endlich mal losgehen mit dem Miststreuen. Aus lauter Angst besteht die erste Fuhre größtenteils nur aus altem Heu, was nicht viel wiegt, was auch ziemlich kurz ist, um einfach nur zu schauen, ob der Hänger auch tut, was er soll, Mist streut und nicht irgendwas anderes damit veranstaltet. Die erste Fuhre hat einwandfrei funktioniert, deshalb war ich bei der zweiten Fuhre etwas mutiger und habe gleich mal den schweren Mist aufgeladen. Noch nicht ganz voll, aber um den Kratzboden zu testen und die Vorschubkraft ist das schon ganz okay. Für alle landwirtschaftlich interessierten Fachleute da draußen, ich streue hier den Mist ohne jeglichen Sinn und Verstand. Das heißt, der Kratzbodenvorschub steht auf maximal, Fahrgeschwindigkeit ist relativ gering, sodass der Traktor es gerade noch ziehen kann. Die Streudichte ist damit mit Sicherheit verkehrt, aber hier geht es eigentlich nur darum, den Mist so schnell wie es geht aufs Feld zu bringen, damit das dann auch ordentlich eingeackert werden kann. Da kommt dann sowieso noch irgendwelcher Dünger hinterher und das ist hier alles nicht so schlimm. So, ich finde die Videoserie hat lang genug gedauert. Mit diesen wunderschönen Bildern möchten wir uns verabschieden. Der Misthänger wurde erfolgreich repariert. Er ist nicht zerbrochen. Es quietscht nichts, es klappert nichts. Er ist wunderbar, er glänzt wieder. Jetzt muss er nur noch 30 Jahre halten und dann kann er in Rente gehen. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Und wenn ihr ansonsten noch was zu unserem schönen Hänger wissen wollt, natürlich auch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.